Hallo, herzlich willkommen. Dieser erste Teil der Gräserkundereihe umfasst die Grundlagen zur Morphologie und die nötigen Grundlagen für die Bestimmung, da diese häufig bei den Bestimmungsmerkmalen abgefragt werden. Ausführlich wird es um die Süßgräser, also die Poazeen, gehen. Anreißen werde ich die Merkmale der Familien der Sauergräser und der Binsen, um letztendlich diese drei häufigen Familien unterscheiden zu können. Es dient also als eine kurze Einführung in die Gräserkunde, Stichwort Aufbau, Blütenstände, Blattmerkmale, Wuchsformen und so weiter, die wiederum den Grundstein für die Bestimmung weiterer Arten legen. Auf die Merkmale bzw. Unterscheidungen zu Binsen- und Sauergräsern gehe ich also nur kurz ein, aber am Ende gibt es noch einige sehr interessante praktische Anwendungsbeispiele als Motivation für die Artenkenntnis. Bleibt also unbedingt dran. Viel Spaß! Wie immer in der Ökologie gibt es zunächst eine systematische Einordnung der Gräser. Die Klasseneinteilung ist etwas kompliziert. Wir befinden uns in der großen Klasse der Bedecktsamer und dort in der Gruppe der Einkeimblättrigen. Gräser sind ja ein Paradebeispiel für einkeimblättrige Pflanzen. Die Ordnung der Süßgrasartigen klingt jetzt schon wegweisender. Hier gibt es 16 Familien, von denen die drei häufigsten die folgenden sind. Die Familie der Poazeen, also der Süßgräser, die der Junkerzeen, also der Binsengewächse und die der Cyperazeen, also der Sauergräser. Bei den Poazeen gibt es gut 12.000 verschiedene Arten weltweit. Davon kommen in Deutschland glücklicherweise nicht alle vor. Trotzdem gestaltet sich die Bestimmung teilweise schwierig. Daher hoffe ich, dass dieses Einführungsvideo weiterhilft. Die Familie der Poazeen ist nochmal in mehrere Unterfamilien unterteilt und umfasst bis zu 700 Gattungen. Einige bekannte sind zum Beispiel die Gattungen Allopecurus, Phalaris, Phleum, Holcus, Poa, Festuca und so weiter. Die Binsengewächse umfassen etwa 7 Gattungen, von denen in Deutschland eigentlich nur Luzula und die namensgebende Gattung Juncus vorkommen. Cyperazeen, also die Sauergräser, verteilen sich in durchschnittlich 100 Gattungen und sind die wohl am meisten gefürchtetste Familie. Beim Kartieren fällt dann häufig der Spruch, oh nein, eine Carex. Weitere Gattungen sind aber zum Beispiel Eleochoris, Sciopus oder Chenoplectus. Gräser, egal welcher Familie, können übrigens ein- oder mehrjährig sein. Nun noch ein paar Erklärungen zur Nomenklatur der Pflanzen, denn auch daraus lässt sich manchmal etwas herleiten. Die binäre Nomenklatur besteht aus zwei Teilen. Zunächst dem Gattungsnamen, also wie eben erwähnt zum Beispiel Poa, Festuca, Dactylus und dem zweiten Teil, dem Artepitheton. Also zum Beispiel Rubra, Stolonifera, Conglomeratus und so weiter. Im Gegensatz zur Zoologie, wo Gattung und Artepitheton manchmal dieselben sind, zum Beispiel Bufo Bufo, die Erdkröte, Milvus Milvus, der Rotmilan oder Pica Pica, die Elster, ist das in der Botanik nicht möglich. Beide Teile schreibt man dann übrigens kursiv. Hier einmal als Beispiel das Ruchgras Antoxanthum odoratum. Antoxanthum ist also die Gattung und Odoratum ist das Artepitheton. Was ich natürlich absichtlich so gewählt habe, weil es zum nächsten Punkt führt. Der botanische Name lässt nämlich oft Hinweise auf Merkmale, Wuchsort und so weiter erkennen. Denn daraus haben sich oft die Namen ergeben. Lateinische oder griechische Wörter sind oft der Wortursprung. Daher muss es auch korrekterweise heißen wissenschaftliche Namen, nicht bloß lateinische Namen. Sonst gibt es von unserem ehemaligen Botanikdozenten ganz schön einen auf den Deckel. Hier also mal auch dazu Beispiele. Manche Pflanzennachnamen beziehen sich auf die Blütenfarbe, zum Beispiel Weiß von Album, Rot von Rubra. Manche beziehen sich auf den bevorzugten Lebensraum oder den Fundort bei der Erstentdeckung der Art. Ackerbegleitkräuter enden häufig auf Avense, Wiesenarten meist auf Pratense, Sumpfarten häufig auf Palustre. Manche Arten zeichnen sich auch durch eine charakteristische Wuchsform aus und auch die findet sich im Namen wieder, zum Beispiel bei den Winden oder Efeu, Helix oder Convolvulus. Oft tragen Pflanzen den Begriff Repens, zum Beispiel Ranunculus repens oder Trifolium repens oder auch Potentilla reptans. Das lässt auf einen kriechenden Wuchs und oft auch Ausläuferbildung schließen. Bei einigen Pflanzenfamilien, wie den Lamiazeen oder der Gattung Stellaria, war die Blütenform ausschlaggebend für die Namensgebung. Natürlich hat auch manch stolzer Entdecker seinen eigenen Nachnamen vergeben. Personen wie zum Beispiel ein Herr Wilson hat so zum Beispiel als Artepitheton den Namen Wilsonii vergeben. Bei den Tieren gibt es sogar einen Käfer namens Anophthalmus hitleri, der zwar nicht von, aber nach Hitler benannt wurde. Angeblich, weil er braun, blind und räuberisch ist. Tja, ich finde auch, das passt. Aber Pech, wenn man halt 1937 entdeckt wurde. Na, da bleiben wir lieber bei unseren Pflanzen. Denn zu guter Letzt wurden manche Arten auch nach ihrem spezifischen regionalen Vorkommen benannt. Zum Beispiel Helvetica, als alte Bezeichnung für die Schweiz, findet sich sogar als Buchtitel der Flora Helvetica, nämlich ein Bestimmungsbuch der Flora der Schweiz wieder.
Allerdings gibt es Ausnahmen, die zwar Alpestris zum Beispiel heißen, aber dennoch in Mitteldeutschland zu finden sind. Denn Achtung, nur weil eine Art Avense heißt, kommt sie nicht ausschließlich auf dem Acker vor. Manchmal können ähnliche Standortbedingungen verantwortlich sein oder der Name ist einfach komplett irreführend. Eine Folie noch zur Erklärung von Kürzeln im botanischen Namen. Da gibt es natürlich einige, aber das sind so die, die einem am häufigsten begegnen. Das Wichtigste ist erstmal, den Autor mit anzugeben. Wenn eine Art umbenannt wird oder in eine andere Gattung gesteckt wird, kann man zurückverfolgen, über welche Pflanze, also im Sinne welchen Autors, nun gesprochen wird. Auch ich verwende sie ja in meinen Videos. Es gibt Online-Nomenklaturen wie die Seite EU-Nomen, die für die botanischen Namen auf EuroMed Plant-Based basiert, die all diese Bezeichnungen sammelt und den aktuellen anerkannten Namen ausgibt. Das soll eine zumindest EU-weite Einheitlichkeit ermöglichen. Am häufigsten taucht wohl das Kürzel L. auf und das steht für Carl von Linné, auf den die Einführung der binären Nomenklatur zurückgeht. AGG. Wird häufig bei schwer unterscheidbaren Arten verwendet, die dann in einer Artengruppe zusammengefasst werden, zum Beispiel Festuca rubra aggregat, die schwer unterscheidbare Rotschwingelgruppe. Weiß man dann aber doch, um welche Unterart, also Subspezies, es sich handelt, dann kann man das entsprechend mit der Abkürzung SSP. Oder Sub beschreiben. Zum Beispiel Festuca rubra, Subspezies rubra oder commutata oder was auch immer. Ist man sich zwar bei der Gattung sicher, tut sich aber schwer mit der genauen Artbestimmung, dann schreibt man Speck hinter den Gattungsnamen. So zum Beispiel gern bei den Gattungen Vizia oder Carex. Gut, was heißt gern? Doof ist es natürlich schon, da sich die einzelnen Arten und auch Unterarten stark in den Standortansprüchen unterscheiden können und man zum Beispiel bei wissenschaftlichen Arbeiten unter Verwendung von Zeigerwerten oder ähnliches dann doch sicher sein sollte. Die Variation beschreibt eine Abweichung vom Typus. Das kann manchmal zum Beispiel standortbedingt passieren, wenn beispielsweise Calluna vulgaris, die Besenheide, plötzlich Behaarung aufweist. Dann könnte man sie als Calluna vulgaris Variation Hirsuta beschreiben. Und zu guter Letzt, ein X steht für die Kreuzung zweier Arten. Bei den Gräsern könnte der Schweigel ein Beispiel sein. Er ist ein Bastard, also ein Hybrid aus Wiesenschwingel und Weidelgras. Starten wir jetzt aber endlich mit der Familie der Poaceen, also der Süßgräser. Erst einmal zum Aufbau der Pflanze und den wichtigsten Merkmalen, die später, wie gesagt, oft als Bestimmungsmerkmale herangezogen werden. Und keine Sorge, auf die Einzelaspekte gehe ich bebildert in den nächsten Folien ein. Die Blüte, yep, auch Gräser haben eine Blüte, wie uns die Pollenallergiker leidvollerweise bestätigen können, kann erstmal verschiedene Formen aufweisen. So zum Beispiel Ähre, Scheinähre, Traube, Rispe und so weiter. Der Aufbau der Ährchen und deren Behaarung oder zum Beispiel, ob eine Granne vorhanden ist, wird ebenfalls oft zur generativen Bestimmung herangezogen. Bei der vegetativen Vermehrung sind es vor allem Blattmerkmale. Zum Beispiel die Blattspreite, also eigentlich das Blatt im klassischen Sinne, die unterschiedliche Struktur, Behaarung oder Farbe aufweisen kann. Oder der Blattgrund, also die Stelle, wo das Blatt zum Halm übergeht. Sehr wichtig ist das Blatthäutchen, auch Ligula genannt, und eventuell Öhrchen. Sowie auch hier die Behaarung. Wichtig zu wissen, die Blattscheide ist neben der Blattspreite der zweite Teil des Blattes und quasi der Bereich, an dem das Blatt am Halm anliegend verläuft, bis es in die Blattspreite übergeht. Sie kann ebenfalls verschieden gestaltet sein und verläuft meist einige Zentimeter lang am Halm und endet eben im Übergang zum Blatt bzw. dessen Grund. Die Blattstellung bei Süßgräsern ist immer distig, also zweizeilig wechselständig. Mit Triebgrund ist der untere Teil der Pflanze unmittelbar über dem Boden gemeint, also quasi die unterste Blattscheide. Auch hier können sich Auffälligkeiten wie Form oder Verfärbung finden. Stängelknoten, auch Nodien genannt, sind in zweierlei Hinsicht wichtig. Auch sie können durch vorhandene oder fehlende Behaarung ein Bestimmungsmerkmal sein, zeigen aber auch an, dass wir uns in der Familie der Poaceen befinden, denn Binsen- und Sauergräser haben keine Knoten. Ausnahme ist nur das Pfeifengras. Übrigens heißen alle Stängelbereiche zwischen den Knoten Internodien. Der gesamte Stängel wird bei Gräsern als Halm bezeichnet. Er ist rund, das ist wichtig bei der Abgrenzung zum Beispiel zu den Sauergräsern, und hohl. Damit sollten die Grundlagen zur Orientierung geklärt sein. Los geht's also mit den Details zu diesen Merkmalen. Ein reich verzweigter Blütenstand ist die Rispe, an dem man die einzelnen Bestandteile gut sehen kann. Denn es können drei weitere Elemente untergliedert werden. Die Verlängerung des Halmes, der quasi die Hauptachse der gesamten Blüte bildet, nennt sich Spindel. Von dort aus finden sich, je nach Blütenstand, abzweigende Äste, die die Nebenachse bilden. Die letzte Verzweigung endet dann in einem Stielchen, an dem final das Ährchen, also die eigentliche Blüte, sitzt. Um Blütenstände nun zu unterscheiden, werden genau diese Äste und Verzweigungen angeschaut. Viele hätten es vielleicht nicht gedacht, aber auch das Knaulgras, Dactylus glomerata, bildet eine Rispe aus, wenn auch mit geknollten Ährchen.
Nach vielen Fotoversuchen denke ich aber, dass die Verzweigungen der Äste hier fast besser zu erkennen sind als bei den feineren Rispenblüten wie denen der Poas. Es soll ja auch nur beispielhaft sein. Also, wenn das Ährchen nicht ungestielt am Halm sitzt, sondern so wie hier weiter weg, geht also erstmal der erste Ast ab. Dann verfolgen wir diesen bis zur nächsten Verzweigung. Jipp! Und haben die zweite Verzweigung, also eine Verzweigung zweiter Ordnung. Und jetzt muss man genau hinsehen, die Rispen weisen dann auch noch mindestens eine dritte Ordnung auf. Hier, denn der Ast würde ja weitergehen und dort finden sich wieder Ästchen mit Ährchen. Daher haben wir hier quasi eine dritte Abzweigung. Aber hier ist auch noch nicht Schluss. Je nach Art kann es noch weitere Verzweigungen geben. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Blütenstände an. Denn ich sagte ja bereits, ähnlich wie bei den anderen Pflanzenfamilien kann man auch hier verschiedene Blütenstände unterscheiden. Bei der Ähre sitzen die Ährchen gut erkennbar direkt, also ungestielt, an der Hauptachse. Hier zum Beispiel bei einem jungen Lolium, also einem Weidelgras, sitzen die Ährchen längs zur Spindel. Sie können aber auch quer zu ihr sitzen, wie zum Beispiel bei der Quecke. Die Scheinähre heißt Scheinähre, weil der Blütenstand beinahe aussieht wie eine Ähre, aber eben nur auf den ersten Blick, denn die Ährchen sind hier kurz gestielt. Eine Verzweigung zweiter Ordnung ist möglich. Dann heißt das Ganze rispige Scheinähre. Wenn sie unverzweigt sind, dann traubige Scheinähre. Was uns auch schon zur dritten Form bringt, der Traube. Denn auch hier können die Äste verzweigt oder unverzweigt sein. Aber wichtig ist, dass diese an längeren Ästen sitzen. Unverzweigt heißt der Blütenstand einfache Traube. Verzweigt aber nur bis zur maximal zweiten Ordnung heißt sie dann Doppeltraube. Denn wenn es weitere Verzweigungen gibt, spricht man von einer Rispe. Die haben wir ja gerade schon besprochen. Bei den Binsen wird es später wichtig, daher sei auch hier schon einmal die Spirre vorgestellt. Eine Form der Rispe, was der Name Trichterrispe verdeutlicht. Dabei sind lediglich die äußeren Äste länger als die anderen, sodass sich eine Trichterform ergibt. Ich weiß, das Ganze muss erst einmal sacken, aber ich tue mich damit auch manchmal noch schwer. Der Blütenaufbau bei Gräsern ist natürlich enorm wichtig bei der Bestimmung im generativen Zustand. Im Gegensatz zu den Blütenständen unterscheidet sich der Aufbau der Blüten bei den verschiedenen Gräserfamilien. Dieser hier bezieht sich nun auf die Süßgräser. Merkmale von Binsen- und Sauergräsern folgen später. Die Blüten der Süßgräser sind meist zwittrig, also männliche und weibliche Organe befinden sich in einer Blüte und zygomorph, haben also nur eine Symmetrieebene. Es fehlt außerdem der von bunten Blütenpflanzen bekannte Schauapparat, denn Gräser müssen keine Insekten anlocken, sondern nutzen die Windbestäubung. Ihr schlichtes Erscheinungsbild ist wohl auch der Grund dafür, dass viele sie wenig attraktiv finden. Aber wenn die Blüten auch im Kleinformat sind, sind sie eben wichtig für die Bestimmung. Wie bei den bunten zweikeilblättrigen Pflanzen. Zum Blütenaufbau eines Süßgrases hier mal ein lizenzfreies Schaubild. Oben rechts sehen wir das Blütendiagramm einer Einzelblüte, links den Aufbau eines Ährchens. Starten wir dort von außen nach innen. Es gibt in der Regel zwei Hüllspelzen, die sozusagen das Ganze umhüllen. Dann kommen die eigentlichen Blüten. Hier sind es zwei. Das sieht man zum einen an dem identischen Aufbau und zum anderen an der Anzahl der Grannen. Es folgt eine Deckspelze pro Blüte, an denen sich gegebenenfalls die eben schon erwähnte Granne befindet und schließlich noch eine Vorspelze je Blüte. Die Reihenfolge ist also Hüllspelze, Deckspelze, Vorspelze. Ein Merksatz könnte sein, hüte dich vor Verwechslung. HDV. Übrigens können diese Spelzen auch behaart sein. Die Schwellkörper, wie der Name schon sagt, können durch Wasseraufnahme anschwellen, wodurch sich die Blüte öffnet und die Staubblätter zum Vorschein kommen. Diese bestehen aus zwei Teilen, dem Staubfaden und dem optisch gut sichtbaren Staubbeutel. Sie sind häufig zur Blütezeit der Gräser zu sehen, hier zum Beispiel ganz frisch beim Wiesenfuchsschwanz und links beim Glatthafer und der männliche Teil der Blüte. Nun also kann die Befruchtung der Narben stattfinden. So, die Frucht schließt die generativen Merkmale dann ab. Bei Süßgräsern wird diese als Karyopse bezeichnet. Das ist eine Sonderform der Nuss. Was komisch klingt, kennt eigentlich jeder, nämlich von den sogenannten Nutzgräsern wie Weizen, Roggen oder Gerste. Über Blüte und Früchte findet also die generative bzw. geschlechtliche Vermehrung der Gräser statt. Zu der vegetativen Vermehrung, nämlich über Ausläufer, kommen wir noch. So, und jetzt ist es geschafft. Jetzt wisst ihr wenigstens, wovon die Rede ist. Weiter geht es jetzt mit vielen schönen Bildern der einzelnen Merkmale. Von Grannen war ja gerade schon die Rede. Das sind eben Borsten, die an der Deckspelze sitzen. Sie müssen aber gar nicht immer vorhanden sein, sondern können auch ganz fehlen, so wie bei Lolium perenne. Sie können in der Länge unterschiedlich werden. Kurze Grannen hat zum Beispiel der Rotschwingel. Mittellange die weiche Trespe und sehr lange die taube Trespe.
Neben der Länge kann auch die Form unterschiedlich sein. Grannen können gerade, gekrümmt, gekniet, wie hier beim Glatthafer, oder zum Beispiel auch behaart sein, wie beim Federgras. Ein Ährchen kann verschieden viele Blüten haben. Der Goldhafer zum Beispiel hat im Vergleich zum Glatthafer immer 3 Grannen. Das lässt auf 3 Blüten pro Ährchen schließen. Bromusarten haben häufig 6 und mehr Blüten in den Ährchen. Das lässt sich ebenfalls an den Grannen abzählen. Damit sind wir mit den Blütenmerkmalen dann ganz durch und weiter geht es zu den vegetativen Merkmalen. Ein Merkmal, das die Gräser schon mal in 2 Gruppen teilt, ist die Blattanlage. Die kann gefaltet sein, so wie hier bei Dactylus rechts oder auch bei Poa trivialis und Pratensis, so wie beim Weidelgras. Oder eben gerollt, so wie hier links beim Honiggras oder auch beim Wiesenlischgras, dem Glatthafer, dem Wiesenschwingel und dem Wiesenfuchsschwanz. Die Blattspreite kann verschieden stark strukturiert sein. Sehr stark gerieft ist sie zum Beispiel bei Deschampsia, also der Drahtschmiele. Fährt man hier von oben nach unten mit dem Daumen über das Blatt, wird man sich aufgrund der Schärfe sogar schneiden. Die Blattspreite kann auch nur deutlich gerieft sein, wie hier beim Wiesenfuchsschwanz, oder beinahe glatt. Manchmal weisen sie Auffälligkeiten wie eine sogenannte Skispur bzw. Doppelrille, wie bei der Gattung Poa auf. Zusätzlich kann das Blatt dann noch kahl oder behaart sein, wie hier bei einem Bromus, also einer Trespe. Oder eben matt bzw. glänzend, wie hier fettig glänzend beim Lolium. Übrigens können Blätter auch borstenförmig sein, so zum Beispiel oft bei der Gattung Festuca der Fall. Weiter mit den Merkmalen am Triebgrund. Relativ eindeutig fällt meist das Urteil darüber aus, ob Öhrchen vorhanden sind, wie hier bei Lolium perenne. Oder keine, so wie hier beim Glatthafer. Diese hat außerdem eine kahle Blattscheide. Bei diesem Bromus hingegen ist sie behaart. Ein oftmals missverständliches Merkmal ist die Frage nach der offenen oder geschlossenen Blattscheide. Wie gesagt, ist diese Teil des Blattes, denn sie umschließt das Internodium und mündet in der abstehenden Blattspreite, ist also meist locker um den Stängel gerollt und die Enden liegen erst übereinander, dann aneinander und zum Blatthäutchen hin gehen sie ganz auseinander, bis in den Ansatz der Blattspreite. Beim Großteil der Gräser ist die Blattscheide offen, wie auf diesen von links gesehen 2 Bildern mit 3 Beispielen zu sehen. Spricht man von einer geschlossenen Blattscheide, muss man sich jedoch nicht vorstellen, dass diese eng und oben verschlossen ist. Es geht dabei nur um den unteren Teil der Blattscheide, der eben bei geschlossener Ausprägung röhrig verwachsen ist und sich nicht mehr abziehen bzw. abschälen lässt, sondern aufreißt, wenn man die Blattspreite nach unten zieht. Diese Abfrage dient meist als Unterscheidung der Gattung Bromus von so ziemlich allen anderen Grasarten. Aber auch Bromusarten sind eben nicht bis oben geschlossen, wie ein zugeknöpftes Hemd, sondern sind im oberen Bereich leicht geöffnet. Auf den beiden rechten Bildern von 2 verschiedenen Trespen erkennt man gut das offene Dreieck. Weiter unten dann, hier mit dem zweiten roten Pfeil markiert, ist die Blattscheide dann röhrig verwachsen und man kommt zum Beispiel auch mit dem Fingernagel nicht mehr darunter. Die Ligula kann kurz und beinahe fehlend sein, wie bei Poa pratensis, oder lang und spitz, wie bei Poa trivialis, oder auch geschlitzt bzw. fransig, wie beim Knaulgras. Behaart, wie beim Honiggras, oder ganz spannend, es ist bloß ein Haarkranz vorhanden, wie beim Schilf. Auch am Triebgrund gibt es Auffälligkeiten. Die Form kann zum Beispiel abgeflacht sein, wie beim Knaulgras, oder der Triebgrund ist auffällig gefärbt, wie bei Holcus lanatus, dem wolligen Honiggras. Die Behaarung der Knoten kann bei einigen Gräsern ebenfalls wichtig sein, daher auch dazu ein paar Worte. Anfangs hatte ich erwähnt, dass Süßgräser im Vergleich zu Sauergräsern und Binsen Knoten besitzen. Ein Süßgras bildete allerdings eine Ausnahme und das ist Molinia caerulea, das Pfeifengras, oder eben Pfeifenputzergras, denn der lange, knotenlose Halm mit der anschließenden Blüte wurde wohl eben dafür genutzt. Knoten hat sie aber trotzdem, nur nicht offensichtlich am Halm, sondern an der Stängelbasis. Auch die Knoten können wieder behaart sein, wie bei Holcus lanatus, oder unbehaart, wie bei dieser Festuca-Art. Außerdem können sie länger oder schmaler sein, wie bei diesem Bromus. Dann sind wir fast mit den vegetativen Merkmalen durch. Es fehlt noch die Wuchsform. Hier können 3 Haupttypen unterschieden werden, und zwar die Horst-, Stolonen- oder Rhizombildung. Bei einem Horst stehen viele Triebe dicht beieinander, da sie aus der Mutterpflanze austreiben. Von Rasenbilden spricht man, wenn die Pflanze Ausläufer ausbildet. Liegen diese oberirdisch, spricht man von Stolonen, sind sie unterirdisch, werden sie Rhizome genannt. So ähnliche Abbildungen wie diese hier findet man sehr häufig, aber da ich keine Urheberrechte verletzen wollte und weil ich ja ganz offensichtlich besonders talentiert im Zeichnen bin, diese schematische eigene Darstellung.
Die erste Möglichkeit der Rasenbildung ist durch oberirdische Stolonen, so wie hier bei Poa trivialis in Kurzform der Fall. Oder auch bei Agrostis stolonifera, die es schon im Namen trägt. Die Ausläufer, in hellgrün dargestellt, verlaufen über dem Boden, der hier natürlich braun dargestellt ist. Stolonen sind häufig grünlich oder wie hier rötlich gefärbt. Von dort aus steigen geknickt immer wieder Halme auf, im Triebgrund bilden sich wieder neue Triebe und so weiter. Rasenbilden funktioniert auch unterirdisch, denn Rhizome befinden sich unter der Erde. So wie hier zum Beispiel bei der Waldsimse oder auch bei Poa pratensis. Die Rhizome sind häufig, so wie hier, weiß und bei der Größe fast schon spargelartig oder bräunlich. Im Gegensatz zu den Stolonen besitzen die Rhizome nur schuppenförmige Blätter. Der Horst erklärt sich, denke ich, fast von selbst. Viele Pflanzentriebe stehen dicht beieinander, denn sie treiben aus der Mutterpflanze neu aus. Etwas inselartig und nicht rasen- bzw. narbenbildend. Meist unterscheidet man dann noch zwischen lockeren und dichten bzw. festen Horsten oder beim Borstgras auch brettförmigen Horsten. Zu Horstgräsern habe ich viele Bilder, daher eine Bildfolie mit Eindrücken verschiedener Horste. Hier zum Beispiel die Drahtschmiele, das Knaulgras, der Rotschwingel, der Glatthafer, das Borstgras als brettartiger Horst unten in der Mitte und Carex paniculata als Säge hier oben rechts, die einen besonders großen und in die Höhe wachsenden Horst bildet, der dann als Bult bezeichnet wird. In Mooren kennt man vielleicht die Bezeichnung Bulte und Schlenken, denn das Wort steht allgemein für eine Erhebung oder einen Hügel. Das habe ich natürlich wieder clever gewählt, denn mit den Cypraceen machen wir jetzt auch weiter. Aber ich denke, an dieser Stelle wird klar sein, wie unterschiedlich Horste ausgeprägt sein können. Weiter geht es also mit der Familie der Cypraceen, also den Sauergräsern. Diese und auch die Familie der Bindengewächse behandle ich allerdings nicht allzu ausführlich. Ich möchte damit den Unterschied der drei Grasfamilien verdeutlichen und zeige daher nur einige, aber offensichtliche Bestimmungsmerkmale in Kurzfassung. Grundbegriffe und Morphologie sind ähnlich wie bei den Süßgräsern mit den folgenden Unterschieden. Cypraceen besitzen keine Knoten. Aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regeln. Die Wollgräser aus der Gattung Eriophorum haben nämlich welche. Im Gegensatz zu den distichen Süßgräsern sind die Blätter hier tristich, also dreizeilig angeordnet, was natürlich durch den dreikantigen Stängel ermöglicht wird. Außerdem ist der Blattrand häufig scharfkantig. Oft war ich schon Zeuge von Verletzungen, wenn mal wieder jemand in einem hohen Sengenbestand eine gut verwurzelte Pflanze ausreißen wollte, um den Triebgrund zu kontrollieren. Das Blatt ist deutlich gefaltet und kann im Querschnitt ein V- oder sogar ein Vogelflugprofil, also quasi ein M, aufweisen. Manchmal sitzt an der Blattspitze auch eine sogenannte Dreikantspitze. Zwar ist bei den Sauergräsern eine Ligula, also ein Blatthäutchen, vorhanden, allerdings meist verwachsen mit der Spreite. Die vordere Scheidewand der Blattscheide kann zum Beispiel häutig, faserig, netznervig oder zerfallend sein und wird häufig als Merkmal abgefragt. Die Blüte kann bei den Cypraceen zwar auch zwittrig sein, oft finden sich aber auch, wie im Schattenbild erkennbar, sowohl männliche, hier oben, als auch weibliche, in der Mitte sitzende Blütenstände an einer Pflanze. Zum Blütenaufbau lässt sich keine allgemeine Aussage treffen, da die gut 100 Gattungen sehr unterschiedlich sein können. Die Blütenhülle, also das Perigon, kann zum Beispiel aus Borsten oder Haaren bestehen oder ganz fehlen. Der Blütenstand kann wieder eine Spirre sein oder auch eine Ähre. Selten auch ein Köpfchen, bei denen alle Blüten direkt von der Sprossachse ausgehen, so wie hier bei Cyperus flavescens. So viel zur Übersicht, gehen wir mal auf einige Merkmale bebildert ein. Hier ein paar Eindrücke eines dreikantigen Halmes. Links der Halmquerschnitt einer kleinen Säge, Carex hirta. Rechts der von Scepus sylvaticus, der deutlich größeren Waldsäge. Meist sieht man es schon, sonst fühlt man es auch mehr oder weniger gut, wenn man den Halm zwischen den Fingern rollt. Je nach Gattung müssen die Stängel aber nicht dreikantig sein oder sie sind nur scharf bzw. bauchig dreikantig. Noch ein paar tolle Fotos zum angesprochenen Blattquerschnitt. Links wieder Scepus sylvaticus mit einem sehr groben, derben und deutlich gefalteten Blatt. Rechts der Querschnitt von Carex hirsuta. Die Blattscheide ist meist hochgeschlossen und reißt bei Zug an der Blattspreite ein. Hier sichtbar auch die vordere Scheidewand, die häutig, faserig oder zum Beispiel behaart sein kann. Man sieht hier das kurze Blatthäutchen, das allerdings fest verwachsen ist. Rechts auf dem Bild sieht man, was passiert, wenn man an der Spreite zieht. Die Blattscheide reißt auseinander. Übrigens kann die Form des abgerissenen Häutchens an der Blattspreite unterschiedlich sein. Eselsbrücken sprechen zum Beispiel von Flach- oder Spitzdachbildung. Hier noch einmal ein Versuch, die dreizeilige, also triestige Blattstellung deutlich zu machen. Man muss sich vorstellen, dass an allen drei Seiten des dreikantigen Stängels Blätter abgehen können.
Wenn man es nicht gleich sieht, kann man den Halm eben auch zwischen den Fingern drehen und spüren, ob er dreikantig ist. Das ist je nach Art dann eindeutiger oder uneindeutiger. Hier die Blütenstände und offensichtlich eingeschlechtliche Carex nigra, oben die männlichen Staubblätter, unten die weibliche Blüte. Hier die weibliche Blüte nochmal als Nahaufnahme mit den deutlich erkennbaren fedrigen Narben. Hier aber nochmal ein anderer Blütenstand, eine Spirre der Waldsimse, Scepus sylvaticus. Noch ein letzter Hinweis, den ich mitgeben kann. Die umfangreiche Gattung Carex besitzt an den weiblichen Blüten ein umgewandeltes Vorblatt, quasi eine Art Schlauch, der als Utriculus bezeichnet wird. Dieser umhüllt die reife Nussfrucht und kann unterschiedlich behaart, geschnäbelt oder ähnliches sein. Nun zur dritten wichtigen Familie im Bunde der Gräser, das sind die Junkerzähen, also die Binsengewächse. Anfangs angekündigt unterscheidet man in der Familie der Junkerzähen vor allen Dingen zwei Gattungen, Juncus und Lucula. Was hier links etwas nach Zahnbürste aussieht, ist das Schattenbild von Juncus effusus, der Flatterbinse. Rechts hingegen deutlich unterschiedlich Lucula campestris, die Feldhainsimse. Sofort fällt auf, Juncus links besitzt keine Blätter. Zumindest besitzt diese Gattung keine flachen Blätter im klassischen Sinne, meist sind es nur Schuppen am Triebgrund oder manche Arten haben tatsächlich Stängelblätter, die aber schnittlauchartig aussehen, wie die ganze Pflanze. Es folgen dazu gleich noch ein paar Fotos. Juncus-Arten besitzen keine Stängelknoten, haben einen mehr oder weniger glatten Halm und der Stängelquerschnitt ist mehr oder weniger rund. Lucula-Arten haben ebenfalls keine Knoten, sehr wohl aber flache, grasartige Blätter, die mit langen, weißen Haaren bewimpert sind. Besonders schön im Gegensatz zu den Süßgräsern zum Beispiel ist die Blüte dieser Familie, die lilienartig ist, denn das Blütendiagramm gleicht dem einer Liliaceae. Auch dazu folgt noch ein Bild. Hier kommt nun wieder die Spirre als Blütenstand ins Spiel. Das ist fast immer der Fall und ist eben eine Rispenart, bei der die äußeren Äste länger sind. Während die Blüte bei Lucula-Arten immer endständig ist, kann sie manchmal bei Juncus-Arten, wie hier der Flatterbinse erkennbar, auch scheinbar seitenständig sein. Warum scheinbar? Weil der Teil darüber zwar aussieht wie ein Teil des Stängels, aber keiner ist, denn es handelt sich dabei um ein Tragblatt. Der Stängel bei Lucula ist im Gegensatz zu den hohlen Süßgräsern immer markig gefüllt. Bei Juncus kann er innen markgefüllt, gekammert, hohl oder mit spinnwebigartigen Fäden durchsetzt sein. Ein sehr wichtiges Bestimmungsmerkmal. So, genug Text, ab zu den Bildern. Bei der Gattung Juncus ist die Stängelfüllung ein wichtiges Merkmal. Gefüllt ist er zum Beispiel bei Juncus effusus und Juncus conglomeratus, also der Flatter- und der knäuligen Binse, hier links im Bild. Gekammert, also beziehungsweise mit Querwänden, ist er zum Beispiel bei Juncus acutiflorus. Zusätzlich noch gefüllt mit lockeren Spinnweben ist er dann zum Beispiel bei Juncus articulatus. Also fährt man mit der Hand bzw. dem Fingernagel den Halm entlang und fühlt, ob er Wellen, spürbar als kleine Hubbel, beim Darüberfahren aufweist. Da aber, wie gesagt, auch teilweise zusätzlich noch spinnwebige Fäden enthalten sind und die dann eben zur Unterscheidung von Juncus articulatus und Juncus acutiflorus dienen, empfiehlt sich immer trotzdem das Aufreißen des Stängels, was auch eigentlich kein großer Akt ist. Auch die Farbe und Beschaffenheit spielen eine Rolle. Bei Juncus inflexus, der blau-grünen Binse, ist er deutlich, ihr ahnt es schon, blau-grün. Bei vielen anderen dunkel bis grasgrün. Außerdem kann er sehr matt, glänzend, glatt oder auch stärker gerillt sein. Damit man eine Vorstellung von Binsenblättern hat, hier ein Foto. Tatsächlich schnittlauchartig bzw. sieht stark nach Stängel aus. Allerdings ist das Blatt offensichtlich abgezweigt. Als direkte Gegenüberstellung nochmal die Gattung Lucula mit grasartigen Blättern und deutlich langer weißer Behaarung. Hier nochmal wie angekündigt ein überraschend schöner Blütenstand. Links haben wir eine Lucula-Art, rechts eine Juncus-Art. Links sieht man den endständigen Blütenstand von Lucula campestris. Außerdem die wirklich schönen, aber sehr kleinen lilienartigen Blütchen. Rechts hingegen Juncus effusus, natürlich aus der Gattung Juncus, mit scheinbar seitenständigem Blütenstand und demselben Blütenaufbau. Die einzelnen Blüten sind sogar radiärsymmetrisch, haben also mehrere Spiegelachsen. Abschließend auch hier noch ein Bild der Frucht der Junkerzähen, einer fachspaltigen Kapsel, hier am Beispiel von Lucula campestris. Damit sollte auch hier ein grobes Bild der Junkerzähen mit den beiden Gattungen Juncus und Lucula entstanden sein.
Ein kleines Zwischenfazit, bevor wir zum angewandten Teil kommen. Hier nochmal die Hauptmerkmale zur vegetativen und generativen Unterscheidung der drei besprochenen Familien. Es sind nur die, die man halbwegs generalisieren kann. Der Rest ist bei den vielen Arten einfach zu unterschiedlich, als dass man sie in einer Zelle wiedergeben könnte. Bei den Poazeen hat der Stängel Knoten, beim Pfeifengras sind diese nur am Triebgrund. Der Stängel ist meist rund und seltener wie beim Knaulgras plattgedrückt, aber immer hohl. Die Junkerzehen haben keine Knoten, aber einen runden bzw. elliptischen Stängelquerschnitt. Die Gattung Nuzula hat einen markigen Stängel, bei den Juncusarten kann er hohl, markig gefüllt oder gekammert sein. Auch die Cyperazeen haben keine Knoten, sind aber markig und sehr oft dreikantig. Daraus folgt auch eine dreizeilige, triesliche Blattstellung. Bei den Poazeen hingegen ist sie nur zweizeilig, also distig, und bei den Junkerzehen kann sie verschieden sein. Poazeen haben die bekannten flachen Grasblätter, ebenso die Gattung Nuzula bei den Junkerzehen, wenn auch sehr haarige. Die Gattung Juncus hingegen hat entweder keine Stängelblätter oder schnittlochartige, die dem Stängel sehr ähnlich sind. Die Cyperazeen haben im Querschnitt oft ein V- oder M- bzw. Vogelflugprofil. Generativ kann man Frucht und Blüte zur Unterscheidung heranziehen. Die ausführlich besprochene Blüte der Poazeen besteht aus Ährchen, die von zwei Hüllspelzen umgeben sind. Die Junkerzeen hingegen haben eine schöne Lilienblüte und die Cyperazeen wieder verschiedene Blütenaufbauten. Zu guter Letzt die Frucht, bei den Süßgräsern eine Karyopse, bei den Binsen eine Kapsel und bei den Sauergräsern eine Nuss. Puh, das war jetzt wirklich viel. Gerade am Anfang wird man da etwas überrannt, aber ich sage euch, es lohnt sich. Jetzt dürft ihr euch etwas zurücklehnen und motivieren und begeistern lassen. Denn wer es bis hierher geschafft hat, wird belohnt. Das alles sind ja nur die etwas zähen, aber notwendigen Grundlagen für die Gräserbestimmung. Sitzen die häufigsten Gräser erstmal, dazu habe ich übrigens auch Videomaterial parat, dann eröffnen sich einem viele Möglichkeiten. Die Grundlagen der Gräser, aber natürlich auch Pflanzen allgemein zu verstehen, hilft auf kleinster Ebene erstmal beim Bestimmen von Arten. Man erwirbt also Artenkenntnis, die die Grundlage für ökologische Arbeiten, aber auch landwirtschaftliches Management sind. Was ich am tollsten finde an der Artenkenntnis, ist die Tatsache, dass man die Landschaft lesen kann. Pflanzen und vor allem die häufig bestandsbildenden Gräser geben Auskünfte über den Wasser- und Nährstoffhaushalt, die Nutzung und zum Beispiel auch die Störungsintensität. Auch in der Forschung wird einiges aus Arten abgeleitet. So beruhen zum Beispiel die Zeigerwerte nach Ellenberg, über die ich ja bereits ein Video herausgebracht habe, allein auf pflanzenökologischer Basis und lassen Rückschlüsse auf steuernde Faktoren wie Licht, Temperatur, Kontinentalität, Feuchtigkeit, Kalk- und Stickstoffreichtum zu. Forschungsergebnisse dazu in meinem Ellenberg-Video. In der Landwirtschaft wird die Artenkenntnis leider zunehmend geringer, obwohl Gräser zum Beispiel unterschiedliche Futterwerte haben, unterschiedlich hohe Erträge liefern und unterschiedlich tolerant, was die Nutzungen angeht, sind. Man kann auch am Bestand erkennen, ob das Management vielleicht unangepasst war, bzw. ob zum Beispiel Nährstoffe fehlen. Weil ich das alles so spannend finde und 1000 Fotos dazu habe, gehen wir jetzt mal ein paar Bilderbeispiele durch. Man weiß zum Beispiel, die und die Art ist ein Nährstoffarmutszeiger oder diese benötigt ausgesprochen hohe Stickstoffgehalte bzw. wird dann dominant und kann Rückschlüsse auf die Bewirtschaftung ziehen. Ich war in letzter Zeit viel auf Vertragsnaturschutzflächen unterwegs, die ehemals als Glatthaferwiesen kartiert wurden. Voller Hoffnung bin ich dann also dahin, aber als ich da war, keine Spur mehr vom Glatthafer. Stattdessen rotschwingeldominierte Wiesen, wie hier links. Was ist hier passiert? Über Jahre wurde nur Biomasse entfernt und die Nährstoffe zu gering oder gar nicht in Form von Festmist zurückgeführt. Dadurch magert die Fläche natürlich aus und die eigentlich schutzwürdigen Wiesenarten und der charakteristische Glatthafer verschwinden. Der Rotschwingel und seine magerkeitszeigenden Begleiter können nährstoffärmere Bedingungen hingegen gut ertragen. Über längere Zeit magert die Fläche dann aus. Als Magergrünland wird laut NRW-Biotopkartierung übrigens ein Wirtschaftsgrünland bezeichnet, das mindestens einen Magerkeitszeiger mit frequentem Vorkommen aufweist. Sehe ich hingegen eine Wiese, die schon von weitem fettig glänzt, nahezu blendet, kann man sich sicher sein, es ist eine intensiv genutzte, sehr nährstoffreiche Wiese mit Dominanz des Weidelgrases und Knaulgras. Zwischen denen, Löwenzahn und Klee, sucht man die Magerkeitszeiger da vergeblich. Rechts also eindeutig eine Fettwiese. Was ich nochmal deutlich sagen möchte, ich möchte natürlich nicht dazu aufrufen, Gräser mit geringerem Futterwert oder ähnlichem zu eliminieren. Diversität ist wichtig, natürlich für den Naturschutz, aber auch für die Tiergesundheit. Dazu werde ich auch nochmal ein Video rausbringen. Ein Naturverständnis und diese Erfolgserlebnisse hier stehen bei mir natürlich an oberster Stelle.
Im Naturschutz bzw. ökologischen Tätigkeiten ist Artenkenntnis natürlich besonders wichtig. Ein persönliches Beispiel hier mal. Mit zunehmendem Wissen durch mein Landschaftsökologiestudium habe ich festgestellt, dass sich wertvolle Feuchtwiesenarten auf meinen Weideflächen befinden. Der Name sagt es schon, Wiesenarten. Bewaldung ist durch die Verdichtung, den selektiven Befraß und das ständige Kurzhalten eher ungünstig. Ich habe den Bereich dann, beziehungsweise mittlerweile sogar drei, ausgezäunt. Hier links ein Bild von Mai 2018. Kurz vor der Vegetationsperiode ausgezäunt, kamen direkt super tolle Arten wie die Kuckuckslichtnelke und Sumpfvergissmeinnicht auf. Ich war total happy, aber weil ich nun manuell mähen musste bzw. wollte, das aber ausgerechnet in diesem Jahr durchs Studium und viele Exkursionen nicht wirklich in den Zeitplan bekommen habe, habe ich nur schnell drüber gesenzt und wahrscheinlich auch schon viel zu spät. Und die Fläche sah im nächsten Jahr, also Juni 2019, so aus wie rechts. Die Fläche ist also sehr wüchsig, das zeigt eindeutig die Biomasse und auch Holcus lanatus. Ein Schnitt war leider nicht ausreichend. Sumpfkratzdistel und Seggen wie Carex hirta und vor allen Dingen Juncus effusus wurden dominant. Aus der Veränderung der Vegetation kann man also viel lesen, besonders übers Management. Das war eine sehr lehrreiche Geschichte für mich und das ist es, Leute, wie man Natur und Management versteht. Übrigens habe ich dann im zeitigen Frühling 2020 nochmal abgemäht und abgeräumt und dieses Jahr ist die Fläche noch schöner bzw. wertvoller als 2018. Zu meinen geliebten Feuchtbiotopen folgt aber ganz sicher noch ein Video. Und sie leiten auch schon zum nächsten Punkt über, nämlich dem Wasserhaushalt des Standortes. Auch gut zu wissen, zum Beispiel für den ahnungslosen Fußgänger oder den Traktorfahrer, sind Indizien über den Wasserhaushalt von Flächen oder einzelnen Bereichen. In feuchten Senken, Gräben oder von Teichufern hineinwandernd finden sich manchmal feuchte oder sogar Nässezeiger. Hier ist dann beim Schuhwerk oder beim Befahren Vorsicht geboten. Klassische Feuchtezeiger sind Binsen und Seggen, aber auch Rohrglanzgras und natürlich Schilf zeigen feuchtere Bedingungen an. Hier mal mit einer Drohne von oben aufgenommen, eine Wiese in einer Talsohle. Links im Bild läuft ein Bach. Wir gehen also davon aus, der Grundwasserspiegel ist ohnehin hoch. Mittig im Bild deutlich eine dunklere, feuchtere Stelle zu erkennen, an der sich eindeutig die Vegetation ändert. Süßgräser finden sich kaum noch. Die Flatterbinse, die Waldbinse und die Fadenbinse dominieren den Bereich. Hier muss die Fläche also eine leichte Senke aufweisen, sodass das Grundwasser höher ansteht und der Boden feuchter ist. Oder es kann auch mal ein Altarmverlauf eines mäandrierenden Gewässers sein. Links von dieser feuchten Senke hingegen, wie ein kleiner Wall, ein viel trockenerer Bereich. Hier rechts noch ein super cooles Bild, auf dem wir gleich drei Dinge erkennen können. Erstens, die Vegetation ist schütter und nicht frisch grün. Es ist also eher nährstoffarm und trockener. Oben rechts hebt sich dann ein Bereich ab, in dem sich die Vegetation ändert, aber rechteckig. Die Natur kennt eigentlich keine scharfen Abgrenzungen, sondern meist fließende Übergänge der Pflanzengesellschaften. Der Hochsitz lässt es schon vermuten und die alte DGK 5 bestätigt es, hier war mal ein Wildacker. Und der dritte spannende Aspekt sind diese kreisförmigen Gebilde, auch Hexenringe genannt. Dem Gras geht es an dieser Stelle offensichtlich gut. Das kommt daher, dass diese Ringe durch ein kreisförmiges Pilzmyzel entstehen. Wer schon mal etwas von Mykorrhiza gehört hat, also einer Pilz-Pflanzensymbiose, ahnt es schon. Der Pilz kann durch sein feines Myzel Nähr- und Mineralstoffe besser aufnehmen. Grüne Pflanzenteile betreiben damit Photosynthese und der produzierte Zucker wird den Pilzen quasi zurückgegeben. Also Win-Win. Ich habe übrigens bewusst Indize gesagt, denn im Hochsommer sind zum Beispiel die Nasswiesen nur noch feucht bzw. teilweise frisch, können also sehr wohl bewirtschaftet werden und trotzdem finden sich die klassischen Feuchte- bzw. Nässezeiger oder eben Wechselnässezeiger. Und auch nicht jede Segge steht für Feuchtigkeit. Es gibt auch Arten wie Carex montana, die auf trockenen Hängen steht. Abgesehen davon, dass ich Wildschweinschäden oder sonstige offenen Bodenstellen und Fahrspuren sehe, weisen mich Gräser wie Poa annua und krautige Arten darauf hin. Zum Beispiel auch auf Spazierwege über die Wiesen. Hier links dargestellt ist eine schöne, langjährige Mähwiese, die im Herbst nochmals nachbeweidet wurde. Eigentlich nicht weiter schlimm, aber diesmal standen die Pferde ungewöhnlich lange, bis in den November drauf. Und ist die Grasnarbe sehr kurz, aber das Wetter feucht, können so Pferdehufe auch ordentlich Schaden anrichten. Folglich ist die Wiese in diesem Jahr zu großen Teilen mit der als Wiesenunkraut bezeichneten weichen Trespe bestanden, was wiederum die Heuqualität mindert. Daraus lehrt der Landwirt dann wohl, dass es keine so gute Idee war. Natürlich spielt hier aber auch der Nährstoffgehalt eine Rolle. Man kann auch darauf schließen, dass wenig gedüngt wird und nicht viel Stickstoff verfügbar ist. Denn Bromus hordeatius ist sehr anspruchslos und kommt gern auf mageren und auch sauren Standorten vor.
Aber auch die Maat ist eine Art Störung, mit der die Gräser unterschiedlich gut zurechtkommen. Der Glatthafer zum Beispiel ist sehr hochwüchsig und hochwertig, kann sich aber nur in 2 bis 3 schürigen Heuwiesen halten. Schnitt ab Anfang Mai verträgt er nicht. Sehe ich also einen solchen Bestand wie hier rechts, ist die Fläche eher extensiv genutzt, also maximal 3-mal, eher wahrscheinlich 2-mal je nach Standort und Wüchsigkeit. Der Landwirt weiß natürlich, wie oft er mäht, aber das ist zum Beispiel für Ökologen sehr wichtig zu wissen. Die anfangs gezeigte Intensivwiese hingegen wird meistens von Loliumarten oder auch dem Knaulgras dominiert, die sehr wohl für solche intensiven bis zu 7-schürigen Schnitte geeignet sind. So, vielen Dank an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ich habe wirklich versucht, es so verständlich und anschaulich wie möglich zu erklären und zum Schluss noch ein paar Anreize mit auf den Weg zu geben. Denn aller Anfang ist schwer, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Und es ist auch immer gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Anregungen und Fragen wie immer gerne in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Däumchen nach oben. Dann bleibt mir nur noch, euch viel Erfolg und gute Nerven zu wünschen. Eure